Salih Muslim, gefordert, das berichtete, mit der Auflage, die Europäische Union nicht zu verlassen. Die Türkei hatte schon von Tschechien die Auslieferung Muslims gefordert, über die jedoch noch nicht entschieden wurde. Der Gerichtsentscheid zur Haftentlassung sei politisch motiviert und eine klare Unterstützung von Terror in Anschläge in der türkischen Hauptstadt im Februar und März 2016 mit zahlreichen Toten verwickelt gewesen zu sein. Die Türkei betrachtet die PYD und deren bewaffneten Arm, die Volksverteidigungseinheiten YPG, ebenso wie die PKK als Terrororganisationen. Für die USA sind die YPG-Kämpfer hingegen wichtige Verbündete im Kampf gegen die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat IS. Runde Klammer in Syrien. Quelle: ntvde.